Hallo. Hallo auch. Du bist jetzt halbweise. Du auch. Touché. Und? Wie geht's? Gut. Schön. Wie geht's dir? Auch gut, danke der Nachfrage. Was gibt's zu essen? Suppe. Du übertriffst dich mal wieder selbst. Wann hast du angefangen, mit Petersilie zu kochen? Soll ich sie weglassen? Ich meine, warum aufhören bei Petersilie? Warum nicht? Ich meine, Gras, Erde, Steine. Also keine Petersilie. Ist lecker. Boah, du bist so eklig. Wir haben eigentlich herausgefunden, dass er gestorben ist. Todesanzeige in der Zeitung. Stand da woran? Klang nach Lungenkrebs. Echt? Mhm. Fuck. Wieso klang? Sie bitten statt Blumen um Spenden an die Lungenkrebsgesellschaft. Wer bittet? Keine Ahnung wer, ist mir egal. Sein Arbeitgeber, sein Obdachlosenheim, wen interessiert's? Ruhig dich, steh halt meistens dabei. Tom, irgendein Typ ist tot, irgendeiner von 8 Milliarden. Passiert öfter, als du vielleicht denkst. Naja. Nein, Tom, nicht naja, sondern einfach nur ja. Ja, du kleiner Verräter, kannst ja machen. Warum ist das Verrat? Weil du jemandem, der es nicht verdient, einen Status gibst. Ich gebe ihm keinen Status. Und überhaupt Verrat an wem, das macht keinen Sinn. Das ist reine Neugier. Tom, es gibt keine reine Neugier. Was? Es gibt keine reine Neugier? Nein, doch, ja schon. Aber nicht ohne Konsequenzen. Du gestehst ihm durch dein Interesse ein Vaterprivileg zu. Nämlich das Privileg, dich kennenlernen zu dürfen. Womit hat er das verdient? Was hat er als Mensch geleistet, damit er irgendeine Anerkennung verdient? Was redest du da? Das war alles völlig hypothetisch. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn niemals hätte kennenlernen wollen. Ich sag nur, die Möglichkeit ist halt jetzt weg. Ja, das vielleicht. Sehe ich nichts Schlechtes bei. Die habe ich auch nicht behauptet. Hast du doch. Du hast gerade wörtlich gesagt, ich bin sehr traurig darüber, dass ich meinen Vater nie kennengelernt habe. Magst du noch? Ja, bitte. Nur ein bisschen. Dein Vater hätte sicher keinen Alkoholiker als Sohn gewollt. Ich bin sicher, heute hätte er eine Ausnahme gemacht. Na dann. Danke. Danke. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Wie Papa immer gesagt hat. Das heißt, du hast an einem einsamen Abend einfach mal unseren Vater gegoogelt. Jetzt guckst du dir an. Du hast dir gedacht, ich würde total gerne mal die Stimme meines Erzeugers hören. Vielleicht haben wir ja doch eine emotionale Beziehung. Jetzt halt die Fresse und guck.
Ich finde, du klingst... Nein, überhaupt nicht. Das kannst du überhaupt nicht wissen. Doch, das kann ich sehr wohl wissen. Aber es stimmt halt einfach. Er hat eine tiefe Stimme, sonst nichts. Er ist einfach irgendein Typ. Deine Worte. Ich kannte seine Stimme nie. Warum sollten wir irgendwie ähnlich klingen? Wegen irgendeiner genetischen Schicksalshaftigkeit oder was? Ja? Und außerdem, du hast auch gerade was gesagt von wegen Privilegien. Was gibt es denn für ein größeres Privileg, als jemandem Ähnlichkeit zuzugestehen? Das ist eine Tatsache, kein Privileg. Doch. Das war ein viel größeres. Ich habe auch eine echte dabei, falls du magst. Nee, danke. Habe aufgehört. Wann? Heute Abend. Hey, das geht einfach nicht. Du steckst allein in irgendeinem Krankenhaus langsam an Lungenkrebs. Verstehe ich. Dachte ich mir auch, als ich es gehört habe. Nee, der Typ bewirkt, was 100 Anti-Tabak-Kampagnen nicht geschafft haben. Was redest du eigentlich? Du hast wahrscheinlich vor 2 Stunden die letzte Kippe geraucht. Oder nicht? Taugt das was? Aber du hast doch aufgehört. Ist wohl kaputt. So was, geht's ja doch. Oh, jetzt gib. Kriegst den Hals wieder nicht voll. Wann ist eigentlich die Beerdigung? Trauerfeier am Samstag, Beerdigung im Kreis von Familie und engen Freunden am Sonntag. Willst du hin? Nö. Nee. Glaubst du, er war ein schlechter Mensch? Ich glaube, wir waren ihm einfach völlig egal. Ist das besser?